Herzlich willkommen zur Mondschein-Show, der Sendung hier auf HOPE TV, die sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. So ein bisschen wie Bayern den Rest von... Fix wie Hostess. Deutschland, ja, wie Bayern den Rest von Deutschland nicht ganz so ernst nimmt. Etwas zu ernst genommen haben etliche Investoren den 15-jährigen Adem K., der die Bavarian Airlines gründen wollte. Ja. Der Jugendliche hat von einigen Geldgebern für seine Fluggesellschaft Sachleistungen von über 100.000 Euro in Anspruch genommen. Ja. Der kleine Überflieger ist inzwischen aber leider aufgeflogen und könnte nach seinem Absturz sogar im Gefängnis landen. Ein Satz für die Geschichtsbücher. Ja, also, aber man konnte nicht wissen, dass er ein Hochstapler ist. Ja, er hat ja gesagt, er wäre 18. Ach so, ja dann, ne? Gründen ja viele 18-Jährige eine Airline. Bei 15 wäre ich misstrauisch geworden. Wie gierig müssen wir auf die höchste Rendite sein, dass wir sowas schlucken? Ich meine, schaut euch mal diesen Screenshot von einem RTL-Interview an. Ne? Bild und Text. Bild und Text. Gründer Bavarian Airlines. Im Planspiel Börse oder was? Da müssen doch bei irgendwem die Anschnallzeichen aufleuchten und die Atemmasken von der Decke fallen. Ja? Würden Sie diesem Mann Ihr Geld anvertrauen? Anscheinend ja. Wenn wir das glauben, dann können wir uns genauso gut von einer Fernsehmoderatorin die Zukunft vorhersagen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu Astrolinski, eurem kleinen Sternenwegweiser für die nächsten Wochen. Und ja, was soll man sagen, der März, der hat's in sich. Oh, okay. Naja. Bleiben wir noch kurz in Bayern, genauer gesagt in Nürnberg, bei einer Meldung über den Fotografen Jens Kullmann. Ganz kurz, wenn ihr Fotograf hört, habt ihr dann auch gleich so ein Schaufenster vor Augen? Na, so mit weich gezeichneten Hochzeitsbildern, kitschigen Familienporträts, peppigen Fotogeschenkideen, ein Buchcover von Palina Roginski? Nein, Quatsch. Das hat sie schon selber gefotoshoppt. Ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, man hat so Bilder im Kopf beim Wort Fotograf. Ne? Und jetzt alle Tschüss! Aber beim Nürnberger Jens Kullmann, der jetzt den World Nature Photography Award gewonnen hat, könnte man damit nicht falscher liegen. Das ist Jens Kullmann. Oder sollte man sagen, Jens Kullmann. Ein echter Kerl. So als hätte Chuck Norris mit Chuck Norris ein Kind bekommen. Ja? Safari-Hemd, Vollbart, riesiges Tarnobjektiv, Engelbert Strauß-Hose. Während andere versuchen, Kinder für Passfotos zu bändigen, blickt er Hyänen ins Auge. Seine Testosteronwerte sind so hoch, dass seine Blutkonserven unter das Anti-Doping-Gesetz fallen. Sich mit Jens Kullmann anzulegen ist, als würde man versuchen, mitten in einem Hurricane auf einen aktiven Vulkan zu steigen. Ist ja Jens Kullmann, ist ja gut. Gibt's auch Fotos? Fotos, ja. Okay, hier ist sein Siegerbild. Sieht gut aus, oder? Wow, ist das eine Schlammmaske? Ja, es gibt tatsächlich Parallelen. Ne? Auf der einen Seite eine gefährliche Kreatur, mit der man sich besser nicht anlegt, wenn man nicht zerfleischt werden will. Auf der anderen Seite ein Krokodil. Apropos mutige Männer, Cem Özdemir. Ja? Erst nimmt er den Kampf gegen Werbung für ungesunde Snacks auf. Jetzt will er es erlauben, weggeworfene Lebensmittel zu retten. Ja? Massiven Widerstand gab es natürlich von Seiten von McDonald's, die ihr komplettes Geschäftsmodell in Gefahr sehen. Ja, wo kämen wir hin, wenn jeder sein Essen direkt aus dem Müll ziehen könnte, ohne den Umweg über den McDrive? Dem Fleischriesen Tönnies ist es wurscht. Bei ihnen würde, sagen sie, dank moderner Technik schon lange kein Essen mehr weggeworfen. Sie hätten einfach in ein paar Drucker zum Umetikettieren investiert und schon sind die Sachen bereit für die nächste Grillsaison. Alles eine Frage der Marinade. Mit der Grillsaison beginnt ja jetzt auch bald die Fahrradsaison. Am Sonntag ist in Düsseldorf die Fahrradmesse Cycling World zu Ende gegangen. Dort war auch das schwerste Fahrrad der Welt mit über 2 Tonnen zu sehen. Was wieder zeigt, nicht alle Weltrekorde sind gleich viel wert. Nichts gegen die Hingabe des Bastlers, aber eigentlich sollten Fahrräder doch leicht sein. Ja? Weltrekord für das schwerste Fahrrad, das ist so, als hätte man den Weltrekord für die mildeste Chili-Soße. Ja? Oder für den dünnsten Agaven-Dicksaft. Oder für das passivste, aktive Zuhören. Ich hoffe, dass keiner von euch diesen letzten Rekord hält, sondern dass ihr alle weiter hochaufmerksam dabei bleibt. Herzlich willkommen zur Mondschein-Show.